wir haben ja eine Dampflokomobile der Firma Lanz. Diese Maschine ist 1928 gebaut worden und wurde nach Brasilien exportiert, weil 1928 eigentlich die Zeit der Dampfmaschinen in Deutschland vorbei war. Dort gab es dann schon Dieselmotoren und brauchbare Benzinmotoren. Diese Maschine hat eine Leistung von 10 PS und treibt hier ein Sägegatter an. Das ist ein sogenanntes Horizontalgatter. Diese Säge ist auch ca. 100 Jahre alt. Und wir sind in der Lage, mit dieser Säge Baumstämme in Bretter oder Balken zu zersägen, um eben dann Bauholz zu gewinnen oder Holz für die Möbelproduktion. So, zur Funktion dieser Maschine. Es ist also so, eine Dampfmaschine wird mit Kohle oder mit Holz beheizt. Wir haben hier auf der Seite die Feuertüre. Da brennt ein Holzfeuer und dieses Feuer bringt Wasser zum Kochen. Das Wasser befindet sich also einmal hier in der Feuerbüchse, in diesem Mantel. Und in dem Langkessel ist auch Wasser und diese heißen Abgase von der Verbrennung gehen durch dieses Wasserbad hindurch, durch Rohre und bringen dieses Wasser zum Kochen. Dann geht der Dampf hier in einen Dampfzylinder und durch eine Steuerung, die diesen Kolben in diese Wechselbewegung bringt, so wie man das hier sieht, es geht eigentlich folgendermaßen, dieser Kolben ist eigentlich nur eine Scheibe und einmal kommt Dampf, wird auf diese Seite eingelassen und einmal wird der Dampf auf die andere Seite eingelassen. Und durch diese Wechselbewegung bekommen wir dann hier aus dieser linearen Bewegung, die hier über den Kreuzkopf geführt wird, eine rotierende Bewegung über diese Kurbelwelle. Wir haben heute unser zweites historisches Erntefest, letztes Jahr zum ersten Mal gehabt. Den Verein haben wir vor 2 Jahren neu gegründet. Wir haben dieses Jahr uns noch mehr Arbeit gemacht wie letztes Jahr. Wir haben jede Menge Maschinen da. Wir haben eine Dampfmaschine da, die einen Sägegatter antreibt. Wir haben mittlerweile eine Dreschmaschine, die wir noch restauriert haben. Dazu eine Ballenpresse, die läuft einwandfrei. Die haben wir aus Reichenbach geholt vor 2 Jahren, kurz nach der Gründung. Wir haben zusätzlich noch 2 Holzhacker da, die hatten wir letztes Jahr schon, weil die sind relativ selten, haben wir auch sonst noch nie gesehen, kennen jetzt 2 Stück und bei den Leuten kommt es gut an und wir machen immer schön Anfeuerholz. Ja, und haben wir in so 25 Kilo Kartoffelsäcke abgefüllt und das nehmen die Leute sich mit nach Hause, dass sie im Winter ihr Feuerholz mit anmachen können. Yeah.
pick my lays. He's on the list of the salad days. I rock a honey, rock a honey, woohoo. Sleeps all day and he dreams of you. I rock a honey, rock a honey, woohoo. Diet ever say, well, the girls on free, all. Now there's got a big crush on the girl from Red Russia. He took her out for tacos, said she liked burritos. Days. And I pick my lays. He's only listening to the salad days. I rock.